Schönen guten Tag und herzlich willkommen, werte Leute, hier auf gregs-rpgaven.de zu was ganz Besonderem in Shenmue 3. Yay! Es ist da. Zumindest nicht in der Vollversion, die kommt ja erst im November, aber in der sogenannten Backer-Trial-Version. Ich werde gleich ein bisschen was ausführlich dazu erzählen. Wir werden es gemeinsam spielen und das Spiel mal ausloten in der Fassung, in der es da ist. Aber zuerst, lass uns mal den Vorspann anschauen. Komm, Yu, Herr Suzuki, zeig mal, was du kannst. From a distant land in the east, from across the sea, he shall appear. He does not know of the strength hidden within him. The strength that would destroy him. The strength that would fulfill his wishes. When he is ready, he shall seek me out. And we shall brave together the rocky path. I shall wait. This encounter has been my destiny since ancient times. A dragon shall emerge from the earth, and dark clouds shall obscure the heavens. A phoenix shall descend from above. Its wings will create a purple wind. In the midst of the pitch black night, a morning star shall glisten, alone. Ach, komm. Kommen mir jetzt schon die Tränen, Leute. Wenn ich mir das angucke. Ah, ist das nice. Ist das nice. Also Leute, das ist, wie gesagt, die sogenannte Backer Trial Version. Die ist gerade rausgegangen an die Unterstützer über Kickstarter, die einen Betrag von über 100 Dollar sich dafür verpflichtet haben, das Spiel damit zu unterstützen. Da gehöre ich leider nicht ganz dazu, denn ursprünglich, da habe ich im ersten Moment gedacht, ja klar, Yu Suzuki, nimm all mein Geld, was ich habe. Und nachdem ich mir überlegt habe, ja vielleicht reicht es auch, wenn ich genug plätsche, genug dem Spiel zu sichere, damit ich zumindest eine Version zum Start bekommen, und ich bin leider nicht bei diesem 100-Dollar-Tier mit dabei gewesen. Allerdings, ich wollte es mir gerne für euch hier mit euch gemeinsam anschauen, und ein Kollege von mir, der ist wahnsinnig genug gewesen, und vielen Dank nochmal, ich darf jetzt gerade an seinem PC sitzen und das aufzeichnen mit euch gemeinsam. Immerhin, ich kenne die Backer Trial Version bereits, denn von dem, was ich kurz vorab sehen konnte, hier ist es die Demo, die ich auf der Gamescom spielen durfte, von der ich damals leider nur erzählen durfte, die wir nicht live auf dem auf der Bühne bei Rocket Beans spielen konnten. Nichtsdestotrotz, mit ein bisschen Erfahrung, glaube ich, kann ich euch ein paar Sachen zeigen, aber auch gemeinsam hier entdecken, denn ich will mir wirklich jetzt in Ruhe Zeit lassen und mit euch mir die Demo hier angucken. Es gibt ein Time Limit, aber auch eine Aufgabe. Finde den Mann mit der Narbe im Gesicht, probiere unterwegs die verschiedenen Funktionen aus. Also, da seht ihr unser junger Boy. Fresh und tight. Ryo Hazuki ist in China, in einem kleinen Dorf, und da hat er anscheinend wohl schon einiges erlebt bis dahin, und ich glaube, jetzt sollte eine Cutscene kommen, wenn ich mich bewege, wenn ich mich nicht irre. Jawohl, ja. Gucken wir mal. Hey, Shenhua. Ja? I think we should split up and look for the bookie. I'll search from here to the village square. You go from the village square to the next settlement. Got it. I'll see you later. Yeah. Ja, genau, das ist unsere Aufgabe hier. Wir sollen den Mann mit der Narbe finden, den Buchmacher, der aller Wahrscheinlichkeit nach auch der Mann mit der Narbe ist. Wir spielen es hier auf dem PC. Ich musste, damit ich auch hier vernünftig aufzeichnen kann, die Settings ein klein wenig runterdrehen. Wir spielen gerade mit einer Auflösung von leicht unter 1080p, und ich glaube, die Grafik-Settings sind auf hoch und nicht direkt auf sehr hoch, weil dann hat es angefangen zu ruckeln beim Capturen. Ihr müsst auch wissen, diese Version ist natürlich noch relativ unoptimiert und müsste auf dem Stand eben sein, noch vor ein paar Monaten, wie wir sie auf der Gamescom gesehen haben. Aber falls ihr da
meine kleinen Eindrücke dazu gehört habt. Ich bin eigentlich, gerade jetzt beim Spielen, und ihr seht, das ist quasi das, was ich dann damals gemacht habe, mir in Ruhe das angeguckt, eigentlich ganz positiv davon angetan, denn auf Videos und auf Screenshots, fand ich immer, kam das Game nicht ganz so doll rüber, aber so im Detail für ein nicht mega High-Budget-Spiel ist es eigentlich wirklich echt schick von der Atmo und vom Look her aus. Also immer relativ gesehen hier. Also Rio, der sieht vergleichsweise in Ordnung aus. Die Umgebung, vor allem wenn man es hier auf dem PC schön flüssig mit 60 FPS die meiste Zeit sich hier angucken kann. Das chinesische Dörfle, wo man sich entsprechend hinbegeben kann, aus der Ego-Perspektive angucken. Das Wasser sieht auch eigentlich ganz nice aus. Man muss eben sehen, was man für Erwartungen an das Ganze hat. Ich bin mir ziemlich sicher, auf den Konsolen muss mal gucken, ob man es dementsprechend so gut aussehen lassen kann. Guck mal, das Wasser glänzt an den Seiten. Hier so ein kleines bisschen. Also visuell bin ich mit der Qualität bis jetzt, wie ich die Demo erlebt habe und was ihr wahrscheinlich hier gleich sehen werdet. Ich fand es ganz in Ordnung, vollkommen okay. Und ich glaube, das wird nicht der Hinderungsgrund sein für mich, damit ich es spielen werde. Ja, ich kann Rio hier mit dem Controller steuern. Ich habe gerade einen 8-Bit-Do-Controller mit Analogsticks hier dran, der ungefähr den PS4 und Xbox One-Controller entspricht. Der sollte da am PC auch vernünftig damit spielen können. Ich habe es ein bisschen mit Tastatur versucht, aber das war nicht so easy, das bewerkstelligen. Deshalb ist Controller auch entsprechend empfohlen. Wenn wir ins Menü hier gehen, das fand ich geil. Ja, da das Spiel ja direkt an Shenmue 1 und 2 anschließt, wir sind ja storymäßig dann in China gelandet und gucken mit Rio, was dann da weitergeht. Die Gegenstände, die wir mitgebracht haben aus den letzten beiden Teilen, sind hier noch vorhanden. Seine Uhr hier, der Sword-Griff, der Schwertgriff aus dem ersten Teil, womit man hier das eine Geheimschloss aufgemacht hat, der Phoenix Mirror. Ne, mit dem man hier unterwegs ist, dann Amulette, das Zippo-Feuerzeug, das Ren of Heavens, oh warte mal, das hier mit dem Stick kurz bewegen, das Ren of Heavens Feuerzeug, auch schön in 3D modelliert zum Angucken und auch die Fotos, ja, das Foto, was wir mit Nozomi gemacht haben in Teil 1 und sogar das Foto, was ich gemacht habe, also man konnte ja zwei wählen. Mal gucken, dass ich es vernünftig hier so eindrehe. Man konnte ja zwei Stück finden, direkt ein Dreamcast-Screenshot einfach, das ist geil, ne? Wo Rio noch ein bisschen anders ausschaut. Eins, wo Nozomi nah dran bei uns ist und eins, wo sie ein bisschen weiter weg ist. Und natürlich haben wir das genommen, wo Nozomi nah dran ist. Auch hier das Gruppenfoto, was wir von der Schule bekommen haben mit Shuying. Sehr schön. Und da haben wir noch hier, genau, mit Fang Mei ein Foto und mit Joy am Taubenpark aus Teil 2. Das sind direkt Screenshots einfach von der Dreamcast, was ist der Hammer. Aber sehr schön, dass einfach so eine Continuity und das weiße trockene Blatt, ja, ja, dass wir da gefunden haben. Das ist eine geheime Gedichtschriftrolle. Oh Gott, so, was war mit dem Stick? Kann ich die aufmachen, nochmal speziell angucken? Aber das ist das Geile, dass wir hier quasi wirklich die ganzen Gegenstände nochmal mit drin haben. Neu, was hier mit dabei ist, Kräutersets. Man kann in der Fauna, nee, die Fauna ist die Tierwelt, in der Flora kann man verschiedene Pflanzen einsammeln und die dann kombinieren zu Kräutersets, die, soweit mir das der Kollege da auf der Gamescom erklärt habe, dafür da sind, dass man die dann verkaufen kann, hauptsächlich. Ne, also dass man dafür, genau, ihr seht es auf der rechten Seite, Lakritz-Sud, Glockenblumen-Sud, das kann man irgendwie zusammenmischen zu entsprechend diesen Suds und diese Suds kann man dann verkaufen, um entsprechend Geld zu machen. Es gibt die Kapselsets hier drunter, natürlich wieder aus dem Automaten werden wir uns ein paar Sachen rausziehen. Ich glaube, hier in der Demo hat er noch keine Sachen mit, die dann mitgenommen wurden. Oh, oh, guck mal, Ines-san. Und die gibt mir das Taschengeld. Ines-san is always there for me. Ist das nice. Was haben wir hier noch? Oh, es ist die mit dem... Ach nee, das ist nur so mich, das ist die mit dem Kätzchen. Ey, das sieht ja aus, die sehen ja aus wie Amiibos. Darf ich die haben? Sega? Oder E-Snet, besser gesagt Deep Silver, sehen in der Publisher. Ah, guck mal, Gisan. Ich möchte diese Amiibos haben. Ganz ehrlich. Ich will die nicht im Spiel hier drin, aber ich möchte die in echter. Oder vielleicht. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob ich mir ein Choi Amiibo. Obwohl hier nennen sie ihn Chai. Aber die hieß doch Choi eigentlich mit O. Egal. Wahrscheinlich hier neue Übersetzung und alles. Und. Oh, das ist ja der Hammer. Das möchte ich haben. Das möchte ich behalten. Das ist ein Eisenstein. Ich denke mal, man wird die Dinger dann auch aus dem Automaten dann packen können. Anleitungstauschgegenstand. Je Gegenstände gegen Anleitungen anzutauschen, je mehr Fähigkeiten Rio lernt, desto stärker wird er. Also wir können im Pfandhaus Sachen eintauschen, um wahrscheinlich noch mehr Scrolls zu bekommen. Anleitung. Ah, das sind die ganzen Move-Scrolls, die wir haben. Wir können uns die Scrolls natürlich auch angucken, aber hier seht ihr nochmal eine kleine Vorschau von den Moves, die wir bereits
erlernt haben. Und Anleitungseditor, weise Fähigkeiten, Befehlskürzel, also das sind Shortcuts, damit man entsprechend dann üben kann. Ja, das Erste, was wir auch gleich machen werden, ist entsprechend kämpfen gehen. Ja, Einstellungen hier natürlich für die typischen PC-Settings und so weiter. Oh ja, das ist eine Sache, die konnte man hier in der Demo noch nicht anstellen, aber anscheinend werdet ihr Ryo auch verschiedene Outfits geben können. Ich glaube, wir können ihm maximal im Moment hier den T-Shirt-Look geben, aber ganz ehrlich, auch wenn es heiß ist da in China, ich will das mit der Jacke jetzt hier haben und wahrscheinlich auch nicht nur von Ryo, sondern auch von anderen Leuten das entsprechend dann wechseln zu können. Ja, und eine weitere Sache hier, Essen. Ihr seht vielleicht unten in der Mitte diese grüne Leiste, 1093 von 1200. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, hat Ryo dann quasi, na, die haben es ganz komisch erklärt, tatsächlich, weil ich will die Bananen mir mal groß angucken. Schön ausmodellierte Bananen. Ja, das ist doch nice. Das gefällt mir. Ausmodellierte 5 Stück Bananen. Ein bisschen Angst, wenn mich das hier so angucke. Oh Gott, oh Gott. Also, mal sehen, ob ich es noch zusammenkriege. Ich hätte einfach gedacht, das ist jetzt eine Hungeranzeige. Das ist gleichzeitig eure Lebensenergie und dass die runtergeht, die Lebensenergie, wenn ihr hier rumlauft und dass ihr bei Kämpfen dann zu erschöpft seid, dass ihr zwischendurch auch immer essen müsst. Jo, ich habe jetzt mal eine Banane gegessen, ist wieder auf 1200 hochgegangen. Der Typ, der mir das auf der Gamescom erklärt hat, meinte irgendwie, Ryo hält seine Wut nicht aufrecht. Also was auch immer das bedeutet hat. Ryo muss immer grundwütend sein, um Gegner zu bekämpfen. Und er wird immer gechillter mit der Zeit. Und wenn man gechillt ist, dann futter mal lieber eine Banane, weil dann ist der Chill-Faktor weg. Und dann kannst du wieder kämpfen. Ich sehe es einfach als Energie gepaart mit Hungeranzeige, dass ihr ständig Energie verliert und zwischendurch immer was essen müsst. Aber das werde ich wahrscheinlich noch konkreter herausfinden, wenn es mal ein bisschen so ist. So, Liu Datong, wir können mit ihm sprechen. Ach, übrigens, ja, habe ich auch noch nicht gezeigt. Mit der X-Taste, Xbox-Style, seht ihr immer noch dann das Buch. Ne? Und wir sind hier in Bailu, müsste das sein. Ne? Oben die Kapitelmarke. Kann ich komplett zurück? Nein, das ist die neueste. Hier kann ich mir nochmal immer natürlich Hilfe holen, da, wo ich hier nochmal das Ganze angezeigt wird. Geht zum Start des Reiters, geht zum Ende des Reiters, Anfragen umschalten. So, und zumindest meine Hauptaufgabe, dass ihr euch hier nochmal orientieren könnt. Ach ja, und ich habe die Kartenoption hier. Wir sind von Shenhuas Haus, wo wir quasi fast geendet haben in Shenmue 2, aber da waren wir ja auch schon mal mit dem Shenmue-Baum, dann seht ihr ihn ganz rechts. Warte mal, ich kann mit R1, kann ich hier ranzoomen? Ach, mit dem rechten Trigger. Achso, nee, ich komme hier mit linker und rechter Trigger wieder runter und zurück. Und mit dem Steuerkreuz kann ich das nochmal machen. Ja, dass wir uns von dahin wohl nach Bailu Village begeben haben. Und ich glaube, wir sind jetzt auf der linken Seite, wo Grüne Brücke und der Joy Park sind. Also, sag uns mal was, mein Kollege. Hallo, Ryo. Ah, Ryo. Did you find Shuren? Klar. Yes. Sicher. Boy, do I wish those thugs would show up. I'd love to make them suffer with my own two hands. I see. Ja, wir kennen anscheinend Liu Datong schon. Der hat wohl irgendwas mit Schurken hier zu tun gehabt. Jeder Charakter hat noch seinen eigenen Namen hier anscheinend. Unten rechts seht ihr die Icons, die sich natürlich jeweils kontextsensitiv anpassen, wie wir es kennen. Gefällt mir auch unten, dass die Map jetzt hier nochmal angezeigt wird. Ansonsten läuft oder spielt und läuft es sich wie gewohnt mit der Shenmue-Steuerung. Ihr könnt natürlich mittlerweile mit dem Analogstick vernünftig hin und her gehen in jede Richtung. Der rechte Trigger hinten ist laufen, der linke Trigger ist zum Angucken. Ich habe für mich die Steuerung invertiert und ey, also ich habe voll Bock jetzt auch schon mal. Aber egal, ich nehme da wirklich ein bisschen zu viel vorweg. Ich kletter mal hier hoch, denn hier hinten ist ein Dojo. Ein kleines Dojo, wo wir das Kampfsystem mal ein bisschen ausprobieren können. Inklusive ein paar der Minigames. Ich glaube, wenn wir hier vorbei wollen, sagt er, lass mal stecken, ne? Hier ist niemand. Ne, hier ist der Demo-Bereich. Da kommt man wohl von Anfang des Spiels irgendwo hier an. Und hier beginnt der Demo-Bereich. Hier haben wir zum Beispiel ein Minigame. Looks like I can practice horse dance here. Am Pferdestand. Und ey, ich habe es auf der Gamescom ausprobiert. Ich dachte, okay, jetzt mache ich hier Karate, Kung-Fu, Action und so weiter. Also ein bisschen was anderes. Okay. Wisst ihr, was der Pferdestand ist? Wir probieren mal den Pferdestand. Also, der Pferdestand ist, man hält den Controller still, damit man auf einer Höhe steht. Mach es, Mario. Tu es. Einen abseilen. So. Und ich muss den Knopf drücken,
um quasi mit meiner Armlinie auf dieser grünen Linie zu sein, eins von den vielen Minigames, die hier drin vorhanden sind. Ihr seht auch ganz unten links, Pferdestand Level 1, da ist für viele Sachen, ob es jetzt dieser Stand ist oder die einzelnen Moves, jetzt habe ich Level 2 beispielsweise erreicht, die haben es auf jeden Fall sehr intensiver gemacht mit den Auflevel-Fähigkeiten, dass jeder kleine Move noch seine eigene Leiste hat und schon bin ich gleich auf Level 3 mit Levelstand, guck mal, was für einen Fortschritt ich mache. Also sie haben das Belohnungsprinzip hier nochmal ordentlich ausgeweitet. Schon Level 3 mit dem Levelstand und so weiter, wie es mitnehmen kann. Und ich denke mal, das ist einfach, es fühlte sich in den alten Shenmues teilweise ein bisschen willkürlich an. Wann hast du einen Move ausgelernt? Wann bist du mit dem mal firm? Ich habe den jetzt ein paar Mal benutzt, aber jetzt ploppt das erst auf beim Training. Also, dass man hier wohl eine etwas klarere Progression hat bei den einzelnen Kampfmoves oder den einzelnen Sachen, die einen unterstützen. Und ja. Da habe ich es fertig gemacht, meine Ausdauer ist dabei gestiegen ein bisschen, mein Kung-Fu ist gestiegen und meine Angriffsstärke nicht, weil ich eher auf Ausdauer hier gemacht habe. Jetzt müsste ich mal vielleicht was mit Angriffsstärke üben und das füllt meinen Kung-Fu-Balken nochmal extra auf. Könnte ich jetzt, glaube ich, nochmal machen, wenn ich mich nicht irre? Lass mal stecken. Aber es muss ja auch dieses klassische, du kämpfst an den, hier, genau, es ist, ich denke mal, hier ist es wahrscheinlich, am Prellbock. Ich könnte meinen One-Inch-Punch praktizieren. Okay, One-Inch-Punch. Probier es mal aus. Ist übrigens die gleiche Stimme wie ursprünglich bei Shenmue, beim ersten und zweiten der gleiche Sprecher. Allerdings hört er sich für mich hier ein bisschen jünger an tatsächlich als bei den alten, weil bei den alten war es, glaube ich, die Soundqualität, die einfach sehr rauschig aufgenommen wurde und hier sind die Sounds natürlich sauber heutzutage. Okay, das Minigame hatte ich nicht gemacht. Ich bin mal gespannt, wie der One-Inch-Punch geht. One-Inch-Punch-Man. Was darf ich tun? Also, okay, gib mir mal die Hilfe. Passe den Moment ab, an dem sich die blauen Linien treffen, schlag zu. Je mehr du Kung Fu übst, desto höher steigen deine maximalen LP. Okay. Also, blaue Linie. Okay. Oh, das finde ich gut. Hervorragend. Sehr gut nur. Ah, scheiße, zu früh. Sehr gut. Wäre ein bisschen zu spät. Jetzt haben wir ein bisschen das Gefühl, achtet auch mal auf die rechte Leiste oben eben, diese Kreis, der Kreisbalken, der dann stetig abnimmt. Ach, jetzt war das Timing anders. Das Training geht mir hier meist für die einzelnen Games ein bisschen zu lang gefühlt. Das werdet ihr nachher auch sehen, wenn wir mal zum Holzfällen gehen. Okay, jetzt müssen wir nochmal konzentrieren. Die ändern das Timing immer. Du kannst ja nicht in so einen Rhythmus kommen, sondern musst immer wirklich auch ganz genau gucken. Einen kriegen wir noch hin. Ach du Arschloch, jetzt hast du gezögert. Das ist wie Elfmeterschießen gewesen. Also Ausdauer ist auch gestiegen, mein Kung-Fu auch hier ein bisschen. Nee, wir üben nicht mehr weiter. Das reicht. Das ist genug, mein Freund. Alright, also lass uns ein bisschen kämpfen. Und da sind wir, oh, guck mal, können wir mal ein bisschen nochmal gucken, hier große, ja gut, die Auflösung, da soll man auch nicht so nah rangehen beim Gucken, hier, so soll man eher gucken, schon mal ein bisschen besser, vielleicht liegt es auch am Stein, wo es gemeißelt ist, aber ich habe auch die Grafik-Settings ein klein bisschen runtergedreht. Das ist Huang Hu, komm mal her, Huang Hu. Pardon me. Ah, young Hazuki. Have you come to train? Actually, I just have a question. A martial artist has no need for small talk. Only for training. Right. Do you understand? Ja, ich will aber auch kämpfen ein bisschen. Yes. Even gems require polish. Keep training. I understand. Okay, ja, dann gehe ich da hinten und trainiere gleich mit meinen Kollegen. Aber irgendwie kann ich hier auf jeden Fall das Kampfsystem mir nochmal angucken. Mal hier, was die für eine Action machen. Ich hatte zum Gesicht dann auch schon mal ein bisschen was gesagt. Also, die schwingen ein bisschen her von so versuchter Realismus. Ist auf jeden Fall über Niveau vom Dreamcast her aus. Und manchmal gehen sie so ein bisschen ins Karikaturenmäßige. Hier noch nicht. Hier geht das noch einigermaßen. Kann ich mit denen kann ich nicht quatschen, ne? Kann ich hier weiter? Kann mich hier den Garten nochmal angucken, ne? Achso, ja. Und hier könnte ich theoretisch eine Blume einsammeln, aber das geht, glaube ich, noch nicht. Es gibt auf jeden Fall auch irgendwie spezielle Blumen, wie gesagt, damit man die für die Kräutersets nochmal mitnehmen kann. Nein, aber ich will eigentlich kämpfen, mein Freund. Darf ich nochmal? Ich will eigentlich nicht eine Frage stellen, sondern ich will ein bisschen fighten. So.
You have time. I clear right. Achso, verdammt. Nee, Entschuldigung. Nicht mit grün reden, sondern mit blau. Mit X. Natürlich, weil ich hier ja was von ihm haben will. So, ach, komm, dreh dich mal um zu mir. So. Excuse me. Here to train? Ja. Have you come to spar or fight one of the monks? Doppel ja. Which will it be? Ich will kämpfen, ich will gleich kämpfen. A fight? Very well. Your first opponent shall be Red Tiger. Nicht Red Tiger. He is our least skilled monk. Gott, oh Gott. Der rote Tiger. Da ist er hier. Erster Duan. Das Kämpfen, ich habe es ein bisschen schon auf der Gamescom, wie gesagt, ausprobiert. Es ist nicht mehr ganz das, wie man es vom ersten Shenmue her aus kennt. Drücke einfach auf die Tasten A, B, X, Y, versuche den rechten Trigger zu drücken. Ist dich satt, bevor du die Kämpfe angehst, genau. Satt essen. Okay, wir haben hier schon ein bisschen was. So, lass uns mal... Also, linker Trigger war Block. Und rechter Trigger ist, glaube ich, der Shortcut. Also mit Viereck können wir eine Tritt-Kombo machen. Und das war's schon? Okay. Okay, danke, danke für den Rang, mein Freund. Danke für den Rang, weil wir probieren das gleich nochmal aus. Es ist auf jeden Fall, es ist auch nicht so wie Yakuza mit Lock-On und Ausweichen und so weiter. Und eben fühlt sich auch nicht an wie das klassische Shenmue, so im Virtua Fighter-Teil. Es soll wohl noch so ein bisschen dran erinnern, aber es ist wohl simplifiziert. Oh, warte mal. Stelle deine LP wieder her. Ah, und guck mal, ja. Jetzt wurde ich gehauen, aber ich habe hier auch herumgedödelt. Ich muss meine LP wieder mit Essen wiederherstellen. Ich nehme eine Ananas. 2 Ananas, 3 Ananas, 4 Ananas, 5 Ananas. Okay. Es ging relativ fix da, dass meine Energie da weg ist, ne? Nehmen wir mal schwarzer Tiger jetzt hier. Glatzenmann. So. Oh, was freue ich mich auf Shenmue 3, ey. Also. Das ist der Shortcut, genau. Der ist auf dem rechten Trigger drauf. Da habe ich den Punch auf B. Ah, und... würde gerne auch nochmal... Okay, mit den... Das freie Laufen vermisse ich hier so ein bisschen, oder ich... Aber wir haben wir nicht... Ah, nee, hier können wir den Guide natürlich nicht zuschalten. Ich weiche irgendwie aus, indem ich mit dem Analogstick so ein Doppel mache. So, ich habe mal versucht, ob man hier greifen kann. Jetzt habe ich verloren, glaube ich. Ach komm. Okay, dann machen wir das noch einmal. Wir probieren mal mit der Puppe aus, aber dann, glaube ich, haben wir genug gekämpft. Sparring, oder? Achso. Okay, ich wollte doch eigentlich an der Puppe. Ach, oder meinte er das, was wir vorhin gemacht haben? Na gut, dann mache ich jetzt tatsächlich Sparring und keinen richtigen Kampf, sondern... Ah, und hier, genau, das hatte ich auch schon gemacht. Also, A, B, B. A, B, B. Ah, exakt, das war's. Genau, ab und zu kommen mal dann hier diese Quick-Times zwischendurch drin. Und ihr seht hier die Knöpfe, die ich da gerade drücke. Kniestoß, Knieschlag. War ich nicht schnell genug, also ab und zu mal kann man wohl hier durch die Quicktimes hier nochmal speziell Counter-Moves und wichtige andere Sachen machen. War auch langsam, aber ich habe es, glaube ich, gekriegt. Und genau das Sparring, da habe ich auch wohl eine Energieanzeige hier. Ach komm, so langsam ist das jetzt hier nicht gewesen. So. Unten nennt er mir auch mal Sachen, die ich gerade probieren kann. Okay, das war ich doch aber fix. So. Oh, das war aber jetzt mega fix. Da kann ich doch nichts da irgendwie machen. Ja, ey, das Kämpfen, das muss ich tatsächlich dann mal wirklich richtig üben, wenn mal die finale Version da ist. Ich bin nicht langsam. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich hier langsam bin.
Ich vermisse eben wirklich irgendwie dieses freie Laufen, was hier wohl nicht mehr funktioniert von früher. So. Kann ich das niesen, wenn er so weitergeht hier? Gott, oh Gott. Okay, so war's. 2 gut, 6 langsam, 0 verfehlt. Ja. Finde ich in Ordnung. Also, habe ich aber meinen Kung-Fu? Ich habe immerhin meinen Kung-Fu auf Level 2 gebracht. Je höher deine LP, desto mehr hast du vom Training. Und jetzt muss ich, denke ich, mal wieder essen. Nein. Das reicht, bis jetzt, Opa. Das reicht, mein Opa. Ja, das werde ich nochmal richtig üben müssen, weil... Also es fühlt sich jetzt hier im ersten Moment... da sieht man die Rangfolge jetzt hier gerade. Okay, können wir uns hier angucken. Ist auf jeden Fall nicht wirklich wie das erste... Oh nein, das wollte ich nicht. Nee, da hast nichts zu sagen. So. Nein, ich wollte nichts. Ich will nur weiter. Das Abbrechen des Tons oder das Abbrechen des Textes ist die X-Taste, mit der man aber auch bestätigen macht. Und du kannst nicht mit der roten Taste, mit der B-Taste hier irgendwie canceln, wo es ein... das sind nur kleine Mini-Probleme, ne, die sich noch ausmerzen. Das ist aber ja, das Kämpfen, das werde ich nochmal vernünftig üben müssen, weil ich bin versiert im Shenmue-Kämpfen und ich bin auch versierter im Yakuza-Kämpfen und damit hat das nicht besonders viel zu tun. Guck mal hier Richtung Weitsicht, ne, da gehen wir gleich hin. Ins Dörfle mit den verschiedenen Etablissements. Da können wir uns nämlich auch schon ein bisschen austoben. Ich weiß jetzt nicht genau, wann das Limit der Demo war. In der Gamescom oder auf der Gamescom war es so. Das ist ja, wie gesagt, die... Oh, muss was essen. Habe ich gar keine Gesundheit mehr. 191. Schwarzer Knoblauch. Achso, warte mal. Ja. Knoblauch gegessen, ein paar Bananen. So. Muss mir mal Essen kaufen oder sowas. Das geht nämlich relativ fix hier. Ich konnte eine halbe bis so eine Stunde spielen, glaube ich, bevor das Demo-Ende gegriffen hat. Aber ich habe auch die Demo zu einem Abschluss gebracht. Da einmal. Und konnte mir entsprechend da das Finale da anschauen. Wenn wir uns die Sachen hier angucken und die Zeit vorbei sein sollte, werde ich die Demo einfach nochmal starten. No. Und gut ist. Irgendwas war hier, irgendwo war doch auch nochmal, das hatte mir der Typ auf der Gamescom auch gezeigt, dass ich so eine Spezialpflanze bin. Aber hier, diese weißen Pflanzen, glaube ich, sind nochmal besonders. Aber ich kann sie hier noch nicht wirklich einsammeln. Oder muss ich... das ist es, genau. Ich muss hier erstmal ins Visier nehmen und dann kann ich diese Blumen mitnehmen. Und diese weißen sind wohl nochmal ganz besonders. Die Pfingstrose. Nachher fürs Mischen. Und wir hatten hier vorne auch nochmal eine gesehen. Also es sind auf jeden Fall irgendwie wichtig, dass man nochmal diese Blümchen einsammelt. Ob es jetzt für das Geld war zum Mischen dieser komischen Öle. Dieser Tinkturen. Und hier nochmal auf der Seite. Aber egal. So, wir hatten uns hier mal ein bisschen umgeschaut. Ich glaube, da vorne, die nehmen wir noch mit. Die sieht so buschig aus. So. Nehmen wir dich. Du Strauch. Wobei, ich bin der Strauch, ne? Ich bin der Strauchdieb. So. Können wir Kräuters jetzt? Da fehlt uns noch eine Melone oder was ist es? Eine dreiblättrige Orange. Hier, dann könnte ich mir hier so ein bisschen Painong-Pulver mischen. Egal, schauen wir uns mal ein bisschen um. Hier gab es so viele verschiedene Sachen zu machen. Es gab so die eine Ecke, wo so lauter Glücksspiel gewesen ist. Man konnte sich einen Capsule-Tomaten tatsächlich hier ein bisschen austoben. Also hier gibt es auch die Spielzeug-Automaten. Ja genau, das ist hier die Spielstraße. Der Joypark. Habt ihr vielleicht auch bei den E3-Videos schon gesehen, aber den habe ich hier weniger gemacht. Und ja? Bud, over here. You can't play unless you buy some tokens. Okay. Buy some tokens if you want to play. Da hat mir schon was gesagt von wegen... Karikaturenmäßig. Der ist schon ein bisschen karikaturenhafter als die anderen. Also, ich muss hier glücksspielmäßig mir ein paar Tokens holen. Ja, gut. Haben wir Geld? Ich weiß nicht. Wie laufe ich denn? 300 Yuan habe ich, okay. Oh, aber ich habe auch schon 3000 Tokens. Egal, ich kaufe mal. Ich kaufe mal 100 nochmal dazu.
Thank you. You can exchange tokens for prizes, so be sure to head to the prize exchange after. You can then take your prizes to the pawn shop and sell them, so more tokens means more money. Good luck out there. Alrighty, ja. Das Glücksspiel habe ich nicht besonders viel probiert auf der Gamescom. Ich habe mich hier auf die anderen Bereiche konzentriert, aber ich glaube, du brauchst es hier auch in der Form, damit du Infos bekommst, damit du den Narbenmann finden kannst. Mal die hier. Ganzen Tag sagt sie, komm mal her und schmör ein bisschen Plinketto. Ja, Karikatur, ne? Heieiei, der ist aber zerfurcht. Mo Guangmin? Excuse me. You talking to me? Redst du mit mir? Redst du mit mir? Ja. Yeah. Oh, wanna have a drink with me? It's going on your tab, laddie. Vielleicht zahle ich nicht. Seems like you've already had a few. I'm just having a good time. I'm not drunk. Who said that? Ja. Der Firmenbesowski. Also da können wir ein bisschen Plinketto spielen. Das ist, der Hammer. Das Schildkrötenrennen. Das ist ja der Hammer, da ist es. So, das mach ich mal. Ich wette auf eine Schildkröte. The only way to get rich quick in Bailu. Turtle races, huh? Ja. Hey, here to play? I recommend Bailu Village's own turtle racing. Ja, ich werde reich durch Turtle Racing. How much will you put down? 500, 600, 600, weil so ein Grundvertrauen habe ich. Also, meine Lieblingsfarbe ist, obwohl kann man ja auch nach, ne, man kann einfach nur einen direkt wählen. Meine Lieblingsfarbe ist gelb, deshalb, oder ist sie blau? Na, sagen wir mal gelb. Gelb haben wir genommen. Los, gelb! Come on! Komm, gelb! Achso, ich muss drücken. Okay. Wieso muss ich denn drücken? Ich dachte, ich feuer die einfach nur an. Gott, das ist auch viel zu lange. Oh, jetzt bin ich schon müde, ey. Alter, was soll denn das? Oh, nee, ich glaube, das meinen die nochmal. Oh Gott. Oh ja, ich hoffe, ich drücke auch auf die richtigen Tasten. Xbox-Pads bringen mich immer durcheinander. Oh, ich drücke auf die falschen Tasten, oder? Scheiße, ich drücke tatsächlich auf die falschen Tasten. Ich habe X und Y verwechselt. Ich habe das Super Nintendo Y gedrückt. Oh, jetzt bin ich ausgelaugt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schon verloren. Oh Gott, oh, ich habe die falschen Tasten gedrückt. Oh nee, das meine ich nochmal. Nee, lass mal stecken. Nee. Oh, holy shit, nee. Nee, das lassen wir mal. So, läuft mein... Ist mein Controller ausgegangen? So ist mein Controller ausgegangen vor lauter Drücken. Okay. Das ist ja nice. Moment, da hole ich mal einen anderen Controller. Okay. Obwohl, oh, jetzt geht's. Puh, ich weiß es nicht. Ich spiele das gerade hier mit so einem Funkadapter, damit ich diesen 8-Bit-Do-Controller am PC nutzen kann. Aber, oh, vielleicht habe ich so schnell gedrückt, dass ich den einfach aus Versehen mit ausgemacht habe. Das kann es natürlich auch sein. Okay, solange er läuft, dann brauche ich keinen anderen Controller holen. So, hier können wir ein bisschen Flower, Bird and Moon. So wahrscheinlich, wo irgendwo was landet. Und das ist nochmal Plinketto. Jin Gen Huan, hast du wenigstens mal einen Tipp für mich? Step right up for a thrilling game of one shot. There's something I want to ask. Do you know a bookie with a scar on his face? Can't say I know much about this village. I see. Dude, du stehst hier in der Ecke und jeder kommt bei dir vorbei. Weil sie alle Glücksspiel machen wollen. Du weißt nichts über dieses Dorf. Do you enjoy dice games? How about a round of roll it on top? Ein Bauchredner bist du auch.
Nee, ich will nur Infos von dir haben. Heieiei. Excuse me. Hello there. Would you like to play some dice? The rules are simple. Roll a bigger number than me and you win. I need your help with something. Do you know a bookie with a scar on his face? There's no one like that in Joy Park. Why don't you try another venture area? I see. Do you enjoy dice? Ja, anscheinend nicht hier. Ich dachte, einer von denen sagt mir, hey, ich gebe dir einen Tipp, wenn du... Sind das Zwillinge hier eigentlich? Ich gebe dir einen Tipp, wenn du mir... wenn du einmal hier spielst. Also, die Haare sind die gleichen wie beim anderen da hinten. Da, sein Zwilling da hinten. Ne? Aber der ist ein bisschen so vergerbter vom Gesicht her. Nur mal kurz hin. Ja gut, nicht exakt gleich, aber die Haare sind ähnlich. Ja, das Grundmodell war wohl das gleiche. Und da haben sie das Gesicht nochmal angepasst, ne? Furchen und spiky hair. Na gut, gehen wir mal raus. Und ich glaube, den Rest, den brauchen wir nicht ausprobieren. Das Turtle Race hat mir schon gereicht. Ah, das war anstrengend, ey. So, oh, Mukus. Hier sind ein paar Moos. Oh, der Stiernacken hier. Ich bin rot hier. Die Mumus. Das geht hier ab. Eine Detailarbeit. Oh, was haben wir denn hier? Tau Get Store. So, wo sind wir hier eigentlich angekommen? Da haben wir ein paar Automaten. Ich wollte gern zum Holzfällen einmal gehen, wenn wir schon hier die Minigames gemacht haben. Aber, na gut, wenn wir schon mal da sind. Wobei, oh, ich glaube, das Holzfällen ist tatsächlich hier. So. Free Herb Map. Ah, guck mal. Ja. Jetzt habe ich eine Kräuterkarte und eine richtige Landstadt-Schatzkarte, der ich unterwegs sein kann. So, lass uns erstmal kurz hier schauen. Also, oh, dann heißt es. What the heck is this? Ja, verstehe ich auch nicht. Kann ich das in die Hand nehmen? Nein. Aber ihr seht, mit den meisten Sachen, mit denen ich interagieren kann, da ist da auch noch... Ui. Karotten im Glas, aber die Schlange im Glas, da ist auch noch das Icon hier. Schlangenwein, ne? Ja, wahrscheinlich. Also du kannst es nicht direkt alles sofort in die Hand nehmen. Statuenkopf hier. Kann ich hier reinschauen? Ja, ich kann reinschauen. Ist noch ein Topf drin. Why would anyone hide this? Ja, verstehe ich auch nicht. Machst du den Deckel nicht nochmal auf? Hast du den Deckel jetzt in der Hand, Rio? Ja gut. Hast du nicht in der Hand. So. Excuse me. What is it? Ah, genau. Ich kann wieder hier einkaufen oder arbeiten. Wir wollen mal arbeiten, genau, weil das wollte ich ausprobieren. I can earn some money here. If you're chopping, I'm paying. Chopping wood? Yeah. Will you do it? Ja, wir hacken mal Holz. Das Minigame habe ich nämlich auf der Gamescom gemacht. Und, also ich glaube, es ist wahrscheinlich unterhaltsamer gerade als jetzt das Rennen mit den Schildkröten. Kann ich nicht mit den Knöpfen durcheinander kommen. Aber ein bisschen komisch. Auf die Art, wie man das Holzhacken hier macht. Schau ich das nämlich mal an. So. Rio dreht sich automatisch. Und ich muss den richtigen Moment abpassen. Wie so eine Statue steht er da. Problem ist, ich weiß, glaube ich, immer nicht, in welche Richtung er sich zuerst dreht. Ja, und schon haut er daneben. Ich muss einmal die Bewegung abpassen hier. Ah, verdammt, ich wollte es schneller machen. War ein großes Stück. Ah, knapp. Kleines Stück Holz. Schwierig. Okay, er macht nochmal. Glaube ich, hab's ungefähr. Ah, verdammt. Und du kannst auch irgendwie Kombos damit machen. Ah, verdammt. Wenn du mehrere hintereinander machst. Ich glaube, er dreht sich immer zuerst nach außen. Bei jedem Schlag. Du musst es echt gut abpassen. That's it. Ah, ich wusste schon, dass der daneben geht.
Mhm. Einen kriegen wir noch hin. Okay, huh. Wie viel haben sie das gebracht? 74 gespaltene Holzscheite. 41 Yuan haben wir gekriegt dafür. 41 von den Yuans. Ja, jetzt sind wir wieder reich. Einmal reicht das Holzhacken. Well, I ain't forcing you to do anything. The job will be waiting for you. Also, was kann ich bei dir kaufen? Weil mein Essen ist langsam bei der auf zur Neige. I'm here to shop. Hm. What do you need? Also, was will ich denn? Blaues T-Shirt, das die innere Gelassenheit fördert. Ein ausgestopfter Kormoran. Okay. Wahrscheinlich zum Traden oder so. Froschornament. Schwarzer Knoblauch. Der ist teuer, oder? Nee, doch, der ist nicht teuer. Ein paar Birnen. LP plus 90. LP plus 3, aber guck mal, LP plus 90 für 4, das lohnt sich ja ein bisschen mehr. Achso, ich kann mehrere davon kaufen. Und ich nehme das blaue Shirt mal. Und? Soda-Drink. Aber die sind teuer. Der Spiralkick und sowas. Aber ich brauche das Essen eher. Jetzt habe ich alles vercheckt. Gar kein Geld mehr. Finished? Yes. Ja. So. Kann ich mir das blaue T-Shirt anziehen? Oh, jetzt läuft er rum im blauen Shirt. Der Kleine. Sieht aber nicht so geil aus, finde ich. Im blauen Shirt. Komm, das machen wir wieder weg. Ups, nee, das nicht. So war das. Auf die R-Taste fürs Menü. Und einmal. Wobei, ich will hier. Ah, aber ich kann die Jacke und das blaue Hemd. Uff, ungewohnt. Sehr ungewohnt, dass er ein blaues Hemd drunter anhat. Aber das lassen wir mal. Das mit der Jacke und dem blauen Hemd lassen wir das vielleicht mal. So, ich kann immerhin die Schränke aufmachen. Also da du jetzt nochmal so extra einen Indikator hast zum Aufmachen, das ist wirklich neu. What could this be? Was könnte das sein? Nee, ich jetzt sagte mir nur die Steuerung. Das werde ich wahrscheinlich bei finalen Spielen auch machen. Ja, sagen, guck mal hier. Bisschen Kürbisse und Karotten und Zwiebeln und rote Zwiebeln und der gute Mais. Nimm dir einen Kolben, Rio. Nimm dir einen Kolben oder zwei. Ja gut, vielleicht auch nicht. So, kann ich in sein Schlafzimmer rein? Nee, der hat ja strategisch da einen Schemel vorgestellt, damit ich nicht rein kann ins Schlafzimmer. Weil der hier auch wohnt, der Freund. Ha, Matroschka-Puppen. Surprised to see this in China too. Ja, klar, gibt's ja auch in China die Matroschkas. Da ist der Kormoran, der ausgestopfte. What's this? A duck? Das ist ein Kormoran, Mann, du Idiot. Das weiß ich jetzt auch nur, weil es im Menü vorhin drin stand. So, hier draußen. Und, oh, es wird schon lang. Oh, die Sonne geht schon langsam. Ja, wir haben auch. Es ist schon 5 Uhr. Es ist schon am Nachmittag hier. Spät nachmittags. So, Tennis Goods. Heavy Machinery Set. Ein Totem. Ja, Tennis. A game can't hurt. Ja, eins kann nicht schaden. 2 Yuan für einmal. Was könnte es sein? Könnte es ein Tennis-Racket sein? Oh, es rumbelt sogar leicht. Na, ja, es ist ein orangenes Tennis-Racket. Ja. This is fun. Ja, I see. Ich verstehe. I see. Noch ein Tennis-Racket. This is cool. Das ist cool. Gib mir noch eins. Und das geht schneller immerhin jetzt hier. Und Ball! This one is interesting. Nein, das ist nicht interessant. Aber egal. So, und was gibt's beim Konstrukteurset? Immerhin haben sie die Animation ein bisschen verschnellert. Nein. Das hier will ich, bitte. Construction Set. So. Ich will einen Bagger.
Gibst du mir eine Bagger, bitte? Gibst du mir einen Bagger? Ein Stapler. What's this? Es ist ein Stapler, Mann. Du hast einen Staplerführerschein. Und exakt der gleiche Stapler nochmal. This is cool. Ja, jetzt ist cool auf einmal. Aha! Noch einer. Okay, wehe, das ist jetzt noch einer. Immerhin. Ein Radlader. So. Drei rote Stapler hintereinander, ey. Also, das ist das Lädchen. Hier können wir Geld verdienen. Die Map. Können wir denn hier schauen, wo wir sind? Nein. Egal, wir schauen uns dann händisch um. Aber es gibt noch eben siedlungstechnisch ein bisschen mehr zu machen. Oh, sehr schöne Lichtstimmung. I like it. I like it jetzt hier gerade. Also von hier, da ist die Brücke, wo wir gekommen sind. Wir haben den langen Weg drumherum genommen. Hier nach links ist nichts. Und dann müssen wir jetzt hier langsam in die Siedlung reinkommen. Ein bisschen geruckt. Die Musik passt sich an. So, und hier ist schon mal ein bisschen mehr gleich los. Da ist ein kleiner Junge, eine Telefon... Ist das eine Telefonzelle? Da ist aber gar kein Telefon drin. Da ist kein Telefon mehr drin. Mein kleiner Junge. Wo bist du? Ich möchte mit dir sprechen. Su Shushiong. Woher kann Rio Chinesisch? Frage ich mich. Mein kleiner Junge. Aber ich konnte doch gerade mit dir. Oder hat sich das auf unseren... Ne, es war unser Freund, was Su Shiyong. Der übrigens volle Pulle-Karikatur hier ist, ne? Also schaut euch das mal an. Schaut euch das mal an. What the hell? Da fehlt ja noch, dass der Vegeta den Schwanz abschneidet, ne? Su Shiyong? What is it, Rio? Das ist ein guter Kumpel. Weißt du doch. Das ist mal richtig Gesichtshaar, ey. Do you know a bookie with a scar on his face? Ah, right. The pale toss guy. I'd never forget that mug of his. Thanks. Tja, hat nicht lange gedauert, bis wir den gefunden haben. Das ist tatsächlich der Johnny da hinten. Oh, jetzt ist er gerade verschwunden aus der Fernsicht. Aber da ist er, der Narbenmann. Zumindest laut der Aussage von unserem Kollegen. Hier oben wird auf den Fehlen geübt. Macht hier schön ein bisschen Training. Unser Zopffreund. Schön animiert. Ey, kann man nichts gegen sagen. Ja, hier auf dem PC, wo ich es gerade spiele, geht die Performance ein klein bisschen runter. Aber wie gesagt, das ist noch die Backer-Version. Und der PC ist auch nicht der hochmotorisierteste. Vor allem, wenn wir hier parallel noch aufzeichnen. Hallo Mo. We'll talk more next time you're around. Ach. So scharf auf mich bist du nicht. Was? Oh, und hier malt sie das Ende der Welt. Ein Dinosaurier, ein Meteor in Form eines Kindskopfes, ein Neandertaler und ein kleines Mädchen. Ich weiß nicht genau, was die Geschichte dahinter ist. Aber was hast du zu sagen, Jolene? I need help with something. Yeah? I'm looking for a man with a big scar on his face. Did he get hurt? Noch nicht, aber gleich. Who knows? I don't know him. Okay, then. Wir finden den schon. Also, das Muttchen wollte nichts mit uns hier. Hat sich da einfach hingesetzt hier, ne? Du hast nichts zu tun. Ich sehe das doch, dass du nichts zu tun hast. Ne? Ich sehe doch, dass... Ja, egal. Was mit dir, Wang Wen? Excuse me. What can I do for you, Rio? Wann kommt denn dein Ehemann zurück? Ich meine... Do you know a bookie with a scar on his face? Can't say I do. I see. Zeigt dir gleich eine Narbe. So ist es hier. Kann ich hier aufmachen? Nee, klopfen. Aber ich kann doch durch die Löcher schon durchgucken. Excuse me. My mom's not home right now, so can you come back later? Got it. Deine Mutter steht hier direkt davor und guckt ins Leere, weil sie sich nicht traut, reinzugehen. Egal. Also, sehe ich da schon welche drin? Hier, durch die Löcher? Da? Nee. Oh, ich sehe nur... Ist das eine Tomate?
Das ist, glaube ich, ein Apfel. Ich sehe einen Apfel durch das Loch. Gib mir diesen Apfel. Is anyone there? I guess nobody's home. Anscheinend nicht. Dass der sich traut und überall dann auch nochmal ranklopft hier, ne? Was ist mit dir, Layman Young? What do you want? Oh, Arroganzios! Arroganzman! Do you know a bookie with a scar on his face? There's a place over there, but I don't know what the bookie looks like. Why don't you go look for yourself? Okay. Warum so aggressiv, mein Freund? Na, sind dir die Fluppen ausgegangen? Der Brunnen ist da. Oh, und das Restaurant. Ah, ja, ja. Oh, ja, da kann ich mich noch dran erinnern. Guck mal hier, was hier, hier lecker Früchte schon mal hier drauf. Und ein Teeset und Kartoffeln zum Knabbern. Und schau dir mal. Das zieht einem die Wurst vom Teller, ne? Ey, ganz ehrlich, das sieht nicht schlecht aus. Wie das Muttchen hier die Würste brät. Also es dauert zwar ein bisschen lange, bis sie fertig sind, aber allein, dass da physikalische Würstchen herumhuppeln. Und hier hat sie nochmal fertige Spiegeleier mit Würstchen und Essen und sowas. Und eine ganz lange Karotte und leicht angeschnitten. Guck mal, schau dir das an. Kann man sich nicht beschweren. Hier werden ein paar Süppchen gekocht. Bisschen Gulasch. Weil hier darf ich ins Schlafzimmer rein, das ist kein Problem. Weil sie ist nett. Nicht wie die anderen Flitzpiepen. Das ist nice hier. Kann ich mir was im Restaurant bestellen, Muttchen? Hello and welcome. Oh, did you come alone today? Ist das anklagend? Vielleicht habe ich auch alleine Hunger mal. Do you know a bookie with a scar on his face? Shh. My husband will hear you. Okay. Das war... okay. What? He's a gambler at heart. That I'm trying to reel him in. Ach so. I won't let him start playing again. At least, not on my watch. That topic is off limits here. Sorry to bother you. Gleiche Scheiße angestellt. Und? Oh nein! Haben wir das Ende erreicht? Nee, ah. It's gotten so dark. Maybe I should head back to Shenhua's house. Ah, wir haben nicht die, also wir haben die, den Wechsel auf das Dunkle jetzt hier. Aber wir haben nicht die Animation. Ah, ich mochte immer diese Straßenlampen-Animation. Ich hoffe, dass die nochmal zurückkommt, ne? Mit der, ihr wisst, mit der geilen Musik. I'll give it a try. So, Shenmue Group. Oh, da sind sie. Da sind sie. Ich hole mal kurz mal das Gruppenset hier. Ich hoffe mal, dass das beim finalen Spiel wieder zurückkehrt. Jetzt habe ich Choi gekriegt. Das ist nicht großartig. Das ist Choi. So, das ist mein letztes Geld für eine Ines-san. Aber Ines-san hat mir jetzt Taschengeld gegeben. Müsste ich jetzt nicht wieder mehr Geld haben? Oh, und mein Essen? Was hat er jetzt hier notiert? Kapselspielzeug. Ach, wo das Kapselspielzeug da ist. Ich müsste mir mal wieder Essen reinpfeifen, ne? So, was haben wir denn hier? Sunflower Grove, Panda Market, Manhuan Tempel, Dorfplatz. Okay, können wir, ich glaube aber... ja, die Wege sind leider abgesperrt hier in der Demo. Können wir hier mal ins Haus rein? Ja, warte mal. Falsche Taste gedrückt, Tür klopfen. Hallo? Keiner da. Im größten Haus hier, nicht im Dorf. Oh, aber guck mal, Lichtstimmung hier und alles. Also man kann sagen, was man will. In dem Video sah das auch nicht so dolle aus. Ne? Aber das ist ein stimmungsvolles Game. Ey, ich habe voll kein Problem damit, wie das ausschaut. Guck mal, sogar hier mit den Lichtreflektionen, alles ist... Und da liegt der Mond. Oh, guck mal, wie groß der Mond. Oh, fucking hell, wie groß ist denn der Mond? Holy shitballs. Was geht denn da? Aber aussehen? Das Spiel ziemlich tight, ziemlich fresh. So, ist das der Typ? Ich glaube, das ist nicht der Narbenmann. Aber ein Kraut haben wir hier. Klau dir das direkt vor der Nase.
Mal gespannt, wie lange wir das mit dem Bookie noch machen können. Ich will, vielleicht schaffen wir es in dem einen Zyklus. Lakritze haben wir gekriegt. Okay. Kann ich jetzt was mischen? Ja, ich kann. So. Hat das jetzt gemacht? Nee, jetzt ist mein... Oh, ist mein Controller wieder ausgegangen? Okay. Jetzt verstehe ich nicht, was passiert ist. Jetzt kann ich nämlich gar nichts mehr drücken. Ja. Anscheinend ist das weggebrochen jetzt hier gerade. Scheiße. Das ist abgestürzt. Ah, nee, okay. Das war wieder Controller Trouble. Ich dachte schon. Also, ich will bitte die beiden. Kann ich das nicht schon mal mischen? Gut, ich dachte gerade, das Ding ist abgestürzt. Ich müsste wieder von vorne anfangen. Aber gut, nee, das ist unser Ziel nachher, weil... Sehen wir hier irgendwo die Narbe schon? Ich glaube, die ist unter dem... Ah ja, hier an der Backe ist die Narbe. Aber ich wollte mich gerne noch mal ein bisschen umschauen, solange wir hier tatsächlich noch mal Zeit haben. Und mal gucken, ob ich hier... Kann ich auf diesen Turm rauf? Dass wir... Ah, nee, er lässt mich nicht da hinten hin, ne? Ah, ich wäre gerne auf den Turm raufgegangen, um mal den riesen Megamond mir anzugucken. Also da im Häusle hatten wir uns umgeschaut. Ich kann mich erinnern, dass da noch eine Szene war, aber wahrscheinlich, weil jetzt hier gerade Nacht ist. Hier saß doch nochmal einer, ne? Eventuell sehen wir ihn deshalb nicht. Na, oh, aber jetzt sind die alle hier am Knuspern. Die Freunde hier. Und hier hinten hatten wir uns auch umgeschaut, ne? Oh, was ist denn hier? Okay, also er lässt uns da auch nicht weg. Gut, ich glaube, wir haben den Großteil tatsächlich uns dann wohl angeschaut. Dann lass uns mal finishen, falls das geht überhaupt. Weil eventuell habe ich zu wenig Geld. Hey there, lad! How about a game? A scarred face. This must be the guy. Der Narbenmann! Something? Ach, nichts. There's something I want to ask. So what? You're not here to play? I'm looking for someone who's seen those thugs. Oh, yeah, that guy. Where can I find him? I'll tell you after we play. Okay. Lately, I'm not as good as I used to be. Why don't we let our throws do the talking? A challenge, huh? Ja, dann, wenn er schon mal anbietet, dann hau ich dir auf die Fresse, klar. Let's do this. Let's do this. Oh, oh, oh. Come on, come on. So. You're weaker than I thought. So. Schön wild mashen. Versuchen ein bisschen auszuweichen und zu blocken, wenn es dann klappt. Habe ich ihn geschlagen oder er mich? Too bad, kiddo. Was? Yeah, Kung Fu's a little lacking. Go train at Marshall Hall and we'll start over. Right, Marshall Hall. Ach so ist das hier, ne? Vielleicht knusper ich einfach auch ein bisschen noch. Mal probier das nochmal. Pardon me. Hey there! I'm looking for someone who's seen those thugs. Wir fangen genau die gleiche Diskussion nochmal an. So, probieren wir es nochmal. Das müssen wir hinkriegen. So. Nice!
chance. What was that? See? Okay, mal einfach den Tornado-Tritt die ganze Zeit. Ui! Ach komm! Ich hab doch getretet! Oh, come on! No. Your kung fu's not good enough. Go train at Marshall Hall and we'll. Oh, und jetzt, ich kann das nicht mal abbrechen, das Gespräch, ey. Marshall Hall, huh? Muss ich mich wirklich aufleveln vorher? Ich muss einmal noch probieren. So, Gegenstände, ein Shirt und der Chai. So, hier kann ich... Meisterausdauer. Ja, mein Kung-Fu ist noch nicht so allzu weit oben. Benutze Auto-AZ. Zuweisen Sie wahrscheinlich, nutze die RT-Taste. Okay, lass nochmal probieren. Einmal machen wir es noch, bevor wir trainieren müssen. So, ich habe mich satt gegessen. Das muss jetzt klappen. Oh verdammt, ich hatte ihn noch was. Das war noch ein Schlag. Das war ein Gottverdammter. So, der zieht mir so viel Energie ab, ey. Der zieht mir so viel Energie ab. So. Nee, ich muss erst essen. So. Ich hatte ihn noch fast. Verdammt. Ey, ich habe den Gamescore habe ich mir beim ersten Versuch geschlagen, aber da hatte ich noch ein bisschen mehr trainiert tatsächlich vorher. Ja, endlich! Du Spacko! Mann, ey. Not yet. Okay, I think I can recall some things now. Okay, ja. So, where can I find someone who saw the thugs? Oh, right. Witnesses. Talk to the bookie running Flower, Bird, Wind and Moon. They gave her some trouble. Bei der sind wir vorbeigegangen, glaube ich, das letzte Mal, als wir in diesem Joy Park waren. And where is she? I've only seen him when out drinking. Have no idea where he'd be now.
Oh, really? Ja. Oh, really? Und wir haben die Demo abgeschlossen. Vielen Dank fürs Spielen. Shenmue 3 erscheint bald. Respektive im... Geht mein Controller noch? Ja. Respektive erscheint Mitte, Ende November. Ich glaube, der 19. ist es soweit. Und ja, so viel gibt es leider auch nicht mehr in der Demo zu zeigen. Wir haben es innerhalb des Cycles so ziemlich ja alles abgeschlossen. Schön, dass wir die Gelegenheit hatten, hier uns das mal gemeinsam anzuschauen. Wenn ich die Gelegenheit selber habe, nochmal vor dem Release Hand anzulegen an eine bisschen modernere Version, da werde ich es natürlich für euch dann machen und auch nochmal ein paar Eindrücke bekommen. Aber vielleicht könnt ihr nachvollziehen, das, was ich zu Gamescom hier meinte. Ey, wenn man nur die Videos sieht, dann wirkt es vielleicht ein bisschen altbacken, ein bisschen wirr, ein bisschen komisch, aber ey, es ist wirklich so ziemlich das klassische alte Shenmue-Gefühl wieder da und ich finde, es sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ich finde, man hat es auf jeden Fall vernünftig modernisiert, die Figuren sind auch in Ordnung, also ich bin auf jeden Fall nach dem Spielen und jetzt nochmal extra bekräftigt, dass es eigentlich sehr viel, also dass dann so sehr viel passieren muss, damit ich Shenmue 3 abschwöre und sage, ah nee, ist leider nicht so gut geworden, wie ich dachte. Ich bin ganz positiv und ihr könnt gerne eure Eindrücke unten in die Comments mit reinschreiben. Habt ihr die Demo bisher schon spielen können, habt ihr Hand angelegt, beruhigt das eure Nerven oder seid ihr noch besorgter um das Spiel, interessiert es euch vielleicht gar nicht, schreibt eure Meinung unten in die Comments mit rein, wenn noch Fragen sind, gerne auch, ansonsten, ihr wisst, solche Videos wie das hier auf rpgheaven.de, Podcast-Version, wenn es passt, plauschangriff.de oder im Gedankensprung-Feed und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ich würde mich freuen, kleiner monatlicher Betrag, Unterstützung auf patreon.com/rpgheaven, steadyhaku.com/rpgheaven oder direkt unter paypal.me/Katius. Vielen Dank und from a distant land in the east, from across the sea, he shall appear. Tschüss. He does not know of the strength hidden within him. The strength that would destroy him.